In diesem Video zeige ich dir einige Gefahren, die auf dich im Trading lauern, wenn du an der Börse Geld verdienen möchtest. Da ist eben ein sehr wichtiges Thema Emotionen. Emotionen spielen im Trading eine sehr große Rolle. Viele Trader haben am Anfang ihres Tradings viele Höhen und Tiefen erlebt, auch ich. Fehler, die nicht hätten sein sollen, Fehler, aus denen man gelernt hat, und diese möchte ich dir in diesem Video hiermit auf den Weg geben. Ich möchte heute über einige wichtige Punkte sprechen. Kommen wir zum ersten Punkt, die verpasste Chance. Wenn du zum Beispiel ein Signal verpasst hast, dann ist das überhaupt kein Problem, denn es gibt die Börse morgen und auch übermorgen noch. Die erste Regel ist in so einer Situation, die Ruhe zu bewahren und nicht emotional zu werden. Ja, ich weiß, es ist sehr leicht gesagt, aber es bringt gar nichts, dann aus Frust irgendeinen Unsinn zu handeln, nur weil man ein Signal verpasst hat. Mach dir keinen Kopf darüber. Ich kenne das Gefühl nur zu gut, es bringt einen in Rage, gerade wenn man kurz irgendwo hingegangen ist, zum Beispiel zum Mittagessen, und man hat den ganzen Vormittag vor seinen Charts gesessen und dann ist man kurz weg und dann kommt das Signal und man war nicht anwesend. Aber das wird immer wieder passieren und das wird nicht das letzte Signal sein, das wir verpassen werden. Das ist so. Fakt ist, wenn du eine Chance verpasst hast, dann warte auf die nächste Gelegenheit. Desto früher du daran arbeitest und darauf achtest, ruhig zu bleiben und dich nicht von deinen Emotionen leiten lässt, desto leichter wird es für dich sein, dich nicht aufzuregen, und dein Konto wird es dir am Ende auch danken. Ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist es, den Markt immer objektiv zu betrachten, anstatt subjektiv zu handeln. Die Kunst im Trading besteht darin, neutral Informationen aufzunehmen und ohne Vorbehalte zu verarbeiten. Der Markt sendet uns völlig neutrale Signale und wir sind es, die in diese Signale unseren inneren Zustand hineininterpretieren. Haben wir zum Beispiel 3 Gewinntrades hinter uns, dann werden wir die nächste Trading-Gelegenheit optimistischer betrachten als nach 3 Verlusttrades, das ist immer so. Der Durchschnittstrader macht sich genau an dieser Stelle etwas vor, er glaubt, den Markt vorhersehen zu können und hat eine dementsprechend oft fatale Erwartung an kommende Ereignisse. Wir müssen Entscheidungen treffen, wenn das Spiel läuft, und darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir denken am Anfang, wir müssten wissen, was als nächstes passieren wird, um als Gewinner dazustehen, aber erst später oder vielleicht zu spät begreifen wir, dass es darauf gar nicht ankommt. Worauf wir überhaupt nicht vorbereitet waren, ist, dass wir plötzlich völlig unerklärliche Dinge tun und uns trotz rationaler Einsicht völlig blödsinnig verhalten. Und wie kann das sein? Trading geht über den Rahmen unseres alltäglichen Lebens weit hinaus. Plötzlich und unerwartet stoßen wir an die Grenzen der bisherigen Selbsterkenntnis und es kann sehr, sehr schmerzlich werden. Vielmehr bestimmt unsere mentale Verfassung den Erfolg. Und dabei geht es insbesondere darum, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Die meisten Schwierigkeiten entstehen dann, wenn Trader glauben, sie denken in Wahrscheinlichkeiten, aber es tatsächlich nicht tun. Es ist ein Prozess, den jeder Trader durchläuft, bis am Ende die richtige Denkstrategie im eigenen mentalen System steht. Und das muss man sich im Klaren sein. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die meisten Fehler beim Traden entstehen in der Folge von Angst. Wir haben Angst vor Verlusten oder Angst, etwas zu verpassen. Wir glauben, wenn wir diese Angst besiegen, dann wird alles besser. Wir müssen einen angstfreien Zustand erreichen, indem wir im Fluss oder in der Zone sind. Versuchen wir, diesen Zustand zu erzwingen, indem wir etwas bekämpfen, dann tritt er nicht ein. Das ist unser wahres Dilemma. Eigentlich kennen wir dieses leidige Problem nur zu gut. Und wenn wir unseren Verstand zwingen, nicht ständig an alles Mögliche zu denken, dann tut er es erst recht. Liegen wir nachts wach und können nicht schlafen, dann werden wir immer wütender, wenn wir einschlafen wollen und es nicht funktioniert. Über Zwang und Kampf haben wir keine Chance. Nicht zu kämpfen ist aber in unserem Kulturkreis ein Tabubruch und daraus resultieren viele unserer Schwierigkeiten. Professionelle Trader haben keine Angst bei ihrer Arbeit. Wie aber erreichen wir, wenn nicht durch Kampf und Willen, diesen schönen, sorglosen Zustand? Ich bin mir sicher, dass wenn man sich diese Punkte, die ich jetzt besprochen habe, sich zu Herzen nimmt, eine grundlegende Veränderung des Trading-Stils bei den meisten Tradern führen wird. Weil diese Punkte sind grundlegend und die werden alle Trader durchgemacht haben, auch ich habe sie durchgemacht und die möchte ich mit dir teilen und besprechen. Das ist mir sehr, sehr wichtig am Anfang. So, dann komme ich jetzt auch zum letzten und sehr wichtigen Punkt, nämlich zum Punkt der Gedanke schnell reich werden. Diesen Gedanken habe ich schon bei sehr, sehr vielen Tradern und Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, zu hören bekommen, die frisch an die Börse gekommen sind. Es ist klar, dass Menschen an die Börse gehen, um Geld zu verdienen. Klar, wir alle kommen an die Börse, nicht ohne Grund. Und an erster Stelle steht auch kein Geld zu verlieren, sondern sein Geld zu behalten und folglich Geld zu verdienen. Aber man sollte sich vom Gedanken verabschieden, man kommt an die Börse und möchte sofort die Million haben. Am besten noch mit einer Anfangskontogröße von 5.000 Euro.
Es gibt immer Ausnahmen. Natürlich kann jemand mit 5.000 Euro innerhalb von ein paar Monaten die Million knacken. Aber da müssen bei jedem sofort die Alarmglocken läuten. Und man sollte sich wirklich fragen oder die Person sogar selbst fragen, bei welchem Risiko, wie viel Prozent des Kontos hat dieser Trader pro Trade riskiert? Das Konto eines guten Traders wächst durch viele kleine Gewinne und einem angemessenen Risiko im Verhältnis zur Kontogröße. Aber nicht durch irgendeine Abkürzung, in der sehr viel Geld riskiert wird. Einen nie mehr arbeiten Trade gibt es nicht. Und ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen und ich mache das Ganze schon ziemlich lang. Nimm dir bitte diese Punkte zu Herzen. Es ist mir sehr wichtig, am Anfang habe ich ja vorhin erwähnt, die mentalen und psychologischen Aspekte im Trading anzusprechen. Deshalb wollte ich diese vier Punkte mit dir besprechen. Auf jeden Fall diese Mythen, zum Beispiel schnell reich werden. Den nie mehr arbeitenden Trade, den gibt es einfach nicht. Das wollte ich erstmal loswerden und mit dir hier in dem Fall in diesem Video durchgehen. Und nimm dir die Zeit, dieses Video zu verarbeiten und darüber mal nachzudenken. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Video.